Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich kann mich noch erinnern, wie ich Ende der 90er Jahre im Kino saß und auf der Leinwand spielte es Matrix, einen bahnbrechenden, visionären Science-Fiction-Film, der mich damals in meinen jugendlichen Jahren so richtig geflasht hat. Will ich die rote Pille, will ich die blaue Pille? Hey, ich bin verrückt, ich will beide. Aber nach Matrix kam dann natürlich ein Film, den ich damals auch im Kino ertragen musste, und eine zweite Fortsetzung, die ich mir bis heute nie anschauen konnte, weil ich den zweiten damals schon so grottenschlecht fand. Und jetzt, tatsächlich erst im Jahr 2021, fast 20 Jahre nach Matrix Revolutions, kommt mit Matrix Resurrections der vierte Teil als 4K UHD Steelbook. Und das war ein Film, wo die meisten Kritiker, nachdem sie ihn gesehen haben, sofort gesagt haben, und ihr dachtet schon, der dritte war schlecht. Wow. Aber ich möchte natürlich die gesamte Matrix, mittlerweile Quadrologie, dann doch auch irgendwann einmal wieder sehen, und vor allem bieten sich dafür die brandneuen 4K-Steelbooks dann durchaus an. Was ich relativ cool finde, ist, dass Warner von Matrix Resurrections gleich zwei verschiedene Steelbook-Cover-Artworks angeboten hat. Eine eben nur mit den beiden Pillen und eine, die aber eben ein bisschen mit diesem weißen und vor allem eben auch mit diesem typischen Buchstabenverlauf aus den Filmen, finde ich optisch ganz gut zu der Steelbook-Reihe von den ersten drei Steelbooks passt. Aber, und das muss man an der Stelle wirklich auch dazu sagen, dieses Cover ist hässlich. Dieses Cover ist pothässlich. Das ist mit Sicherheit eines der hässlichsten Steelbook-Cover des ganzen Jahres. Ich meine, ich finde die Idee einerseits eben mit diesen Schriftzeichen im Hintergrund ganz nett. Ich finde auch natürlich die Art, dass diese dann den metallischen Steelbook-Effekt darstellen, auch relativ cool. Aber welcher Grafiker verdammt nochmal kommt auf die Idee, dass es eine gute Sache ist, wenn das komplette Frontcover-Artwork absolut unscharf ist? Ja, man könnte sich denken, dass wir hier Keanu Reeves und Carrion Moss sehen, aber in Wirklichkeit könnten wir auch Jason Momoa und Cynthia Rothrock sehen mit Sonnenbrille und schwarzen Haaren. Wir wissen es nicht. Dazu hat das Ganze noch so eine Art Schallplattenlook drüber oder so ähnlich, als wäre es eine Reflexion, die sich irgendwo im Wasser spiegelt, wenn jemand gerade einen Stein hineingeworfen hat. Es ist, manchmal habe ich auch einfach wirklich Probleme damit, Entscheidungen von Grafikern zumindest ansatzweise nachvollziehen zu können. Und für diejenigen, die sich jetzt denken, ja, aber wenn dir das Steelbook nicht gefällt, warum hast du es dann gekauft? Es ist immer noch irgendwie besser als das andere Matrix 4K-Cover. Aber ich wollte bei dem Film irgendwie einfach nicht darauf warten, dass der billiger wird, vor allem weil eben der erste Teil auch gerade als Neuauflage in der Titans of Cult-Reihe in meine Serie eingezogen ist und ich irgendwie das Bedürfnis habe, den relativ bald zu sehen, vor allem wenn ich mich daran erinnere, eben wie ich mich damals gefühlt habe im Kino, als der erste Film auf mich eingeprasselt ist. Wir können dann natürlich auch hier auf dem Backcover die ganzen technischen Details und sonstigen Informationen finden und dann einmal uns vielleicht noch das Steelbook Frontcover Artwork in komplett anschauen, wenn wir eben diese J-Card entfernt haben. Aber es ist irgendwie genau das, was ich erwartet habe. Nur noch ein bisschen mehr Umhang, noch ein bisschen mehr Schallplatte, beziehungsweise tatsächlich hier in den Strukturen von diesen Gewändern noch ein bisschen mehr Metallic-Effekt. Aber das Ganze als wirklich absolutes, nur Full-Gloss-Steelbook, was natürlich dann bei der Produktion auch gerne einmal dazu führen kann, dass man auf seinem Steelbook, wenn die Kamera scharf stellen möchte, einzelne Kratzer und sonstige Sachen erkennen kann, die man halt einfach in einer Full-Gloss-Version wesentlich deutlicher erkennt, als wenn es sich um ein mattes Steelbook handelt. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel bei diesem einen wirklich massiven Kratzer hier auf der Seite schau, dann sehe ich, dass dieser Kratzer unterhalb von der Full-Gloss-Schiene ist. Das heißt, das wurde schon beim Druck beschädigt und dann mangels Qualitätskontrolle auch einfach so glossiert und weiter verschickt. Immerhin war das Teil ja auch so quasi unterhalb von der J-Card versteckt. Das ist eigentlich für ein Major-Studio wie Warner eine relative Enttäuschung und etwas, das nachdem in meinen Augen sowieso schon nur durchschnittlich in der Batman-Steelbook fast, finde ich, den Bodensatz der Steelbook-Design-Kunst fast noch ein kleines bisschen mehr auslöffelt. Wir bekommen dann irgendwie ein fortgesetztes Motiv mit diesen unscharfen Schriften teilweise auf dem Backcover und dann ein paar
Ja, Shell-Casings von einer Schrotflinte, beziehungsweise ein möglichst fetter Kerstin-Crew-Block, der natürlich auch da sehr, sehr schön dieses weiße Backcover-Design durchbricht und eigentlich fast das präsenteste Design-Element auf diesem gesamten Steelbook ist. Das ist wirklich nicht schön. Außerdem können wir dann jetzt einmal ins Innere schauen. Da warten, oha, die Discs auf uns. Und da, ich meine, es ist mittlerweile bei einem Major Studio Release schon irgendwie traurig, wenn man sich erstens darüber freuen muss, dass Warner auch tatsächlich Bilder auf die Discs gedruckt hat, beziehungsweise zwei verschiedene Bilder auf die beiden Discs. Das ist wirklich erbärmlich und sollte nicht sein, was man bei so einem Titel ansatzweise dazu sagen muss. Dann haben wir hier Katze und außerdem noch ein bisschen was von diesem typischen Matrix-Schriftzug. Das war übrigens tatsächlich für lange, lange Jahre der Hintergrund von meinem Handy und irgendwie etwas, das ich immer wieder gerne gesehen habe, wenn ich das Teil entsperrt habe, weil das, finde ich, einfach ein geiler optischer Effekt ist und vor allem etwas ist und man darf echt nicht vergessen, wie bahnbrechend der Film Matrix damals war, wie er im Kino zu sehen war, vor allem eben mit den Special Effects, mit den ganzen Ideen, die dahinter stecken, obwohl man natürlich schon beim ersten Matrix die ein oder andere von diesen Ideen logisch hinterfragen hätte können. Aber was man, finde ich, definitiv hinterfragen kann, das sind wieder einmal die Entscheidungen der Designabteilung von Warner, weil auch wenn das Steelbook sich tatsächlich irgendwie ein bisschen dicker und ein bisschen stabiler anfühlt als zum Beispiel das von Batman, ist es trotzdem ein ziemlich mau gestaltetes, wenig aufregendes Steelbook. Und selbst wenn der vierte Teil von Matrix jetzt bei Kritikern und dem Publikum nicht ganz so gut angekommen ist, wie man sich das vielleicht erhofft hätte, hätte er sich als Teil der Matrix-Filmreihe vielleicht doch ein schöneres Steelbook verdient.